Unser Roadtrip durch Belgien geht weiter. In Gent haben wir wieder freigestanden. An einem Schulsportplatz klappt das erstaunlich gut. Überhaupt sind die Belgier da ziemlich entspannt, haben wir den Eindruck. Uns aber wird es langsam zu wuselig in den Städten. Wir haben keine Lust mehr. Viel zu viele Menschen um uns herum. Viel zu viele Gebäude, tolle Sehenswürdigkeiten. Irgendwann suchen wir nur noch die Einsamkeit. Wir fahren ins Hohe Venn. Das ist gar nicht so weit. Natürlich kommen wir an Brüssel vorbei. Wir halten kurz, um das Atomium uns anzuschauen. Aber direkt danach fahren wir schon weiter, denn das Wetter ist einfach für Oktober traumhaft schön. Und im Hohen Venn erwarten uns unglaublich viele Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Der höchste Berg Belgiens wartet auf uns. Okay, mit gerade mal knapp über 600 Meter, jetzt nicht unbedingt ein richtiger Berg, so wie wir es kennen, aber für die Belgier ist es allemal ein Wahrzeichen. Die Hochmoore sind natürlich auch extrem trocken nach diesem Sommer, aber die ganze Landschaft hat schon etwas. Es gibt hunderte von Kilometern Radtouren. Man kann kilometerweise durch das Hochmoor wandern. So wandern wir einige Kilometer über die Holzbohlenwege und dann kommt schon die Erinnerung an die schönen Tage, die zurückliegen. An Brügge mit seinem wunderschönen dörflichen Charakter und seinen mittelalterlichen Häuschen. Natürlich an Gent, das schon viel moderner ist, aber auch an die Lebensqualität, die man nur in Belgien findet. Belgien, das sind nicht nur die Städte an der Küste, sondern natürlich auch die Natur in den Ardennen und im Hohen Venn. Da müsst ihr unbedingt hin. Die Menschen sind sehr freundlich, das Essen ist wirklich gut. Parkplätze gibt es überall, freistehen lässt sich auch. In den Sommerzeiten und wenn es durch die Ferien sehr voll ist, solltet ihr aber auf Stellplätze oder auf Campingplätze gehen. Die gibt es reichlich, sind gut ausgestattet und insbesondere an der Küste absolut notwendig. Denn nur dort habt ihr die Möglichkeit, überhaupt ans Meer heranzukommen. Wir hoffen, euch haben unsere Videos gefallen und vielleicht gebt ihr uns ein Like oder ihr abonniert unseren Kanal.